Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Part Resident Evil 4, das Remake. Ach ja, wir stehen beim Händler. Ich erinnere mich, dass ich hier gespeichert hatte. Im letzten Part wurden wir von Ashley getrennt, weil vielleicht dieses Vieh in ihr, dieser Parasit, vielleicht dafür gesorgt, dass sie bisschen ausgetickt ist. Ein ganz kleines bisschen. Willkommen! Na dann, was kann ich für dich tun? Genau, ihr habt auf jeden Fall gesagt, ich soll sparen auf dieses Es Spezialupgrade gibt Dinge, die kann man und ihr nicht wart mit mit meiner Geld kaufen. Waffenwahl zufrieden. Und das ist, finde ich, gut, weil ich hätte sie jetzt auch nicht geändert. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ich glaube, ich hatte schon alles verkauft, was ich verkaufen konnte. Und zum Tunen war, genau, ich hatte auch Ich nichts habe mehr nur übrig. die feinste Ware im Und ihr habt Angebot gesagt, ich soll auf verkaufen. Angriffskraft und grundsätzlich, warte, was war das? Angriffskraft und Feuerrate, glaube ich, skillen, aber das kriegen wir schon hin. Harte Zeit, Partner. Ich bin da ganz positiv. Okay, so, jetzt muss ich einmal kurz gucken, wo wir hin. Achso, es gibt nur den Weg über die Brücke. Buchbinderei? Hä, von da bin ich doch gekommen. Ach genau, da war die verschlossene Schublade. Ich muss jetzt hier raus. Genau, ich bin aus der Burg gekommen. Achso, guck mal, die kann ich nochmal nachladen. Perfekt. Okay. Können wir eigentlich noch irgendwas herstellen? Wir könnten Pistolenmunition machen, Flintenmunition, Gewehrmunition, Minenaufsätze, Blendgranaten. Wir haben zwei Blendgranaten. Ich habe 13 Mal. Ich mache jetzt einfach mal eine. Because of, ich habe sie beim letzten Mal auch gut genutzt. Jetzt wäre die Frage, machen wir lieber noch einmal Minenaufsätze? Die MP-Munition brauche ich nicht. Ja gut, für den Rest kann ich jetzt eh nichts mehr machen. Dann machen wir noch einmal Minenaufsätze, egal ob es dumm ist oder nicht. Aber dann haben wir da zumindest auch erstmal noch welche. Kann ich noch irgendwie Heilung machen? Ne, das ist auch alles. Was habe ich überhaupt in meinem Koffer? Nicht so viel. Okay, kriegen wir aber hin. Ich bin gespannt. Wir haben ja auch Besuch von Ada bekommen. Ach ja, Moment. Halt's Sie meinte, Maul. ein Treffen mit dir reicht ihr. Oh shit. Ich wollte ihn gerne treffen, aber. Okay, Moment, dann bewegen wir uns ein bisschen hier hin. Ich krieg den Scheiß-Typ noch. Ja. Jawohl, ja. Er müsste doch jetzt tot sein. Richtig? Richtig. Oh Gott, das war der beste Tipp von euch mit diesem Scharfschützengewehr, ne, Leute. Also kann ich nichts anderes zu sagen. Bester Tipp ever. Und ich mag die eigentlich auch. Mittlerweile bin ich, also ich finde das jetzt auch mit der Haptik und so mittlerweile ziemlich nice. Mit dem, dass man wirklich das Gefühl hat, man würde da einen Abzug betätigen. Also das macht es für mich, für jemanden, der reell auch schon schießen gegangen ist und schießen geht, Oh, ihr habt mich erwartet. deutlich angenehmer. Ich euch auch Geht aufs hier. Haus. Das wird laut. Ah! Keiner weniger. Au, das war Kacke, da habe ich nicht aufgepasst. Ihr sagt mir jedes Mal, dass ich parieren muss. Aber ich verballer das grundsätzlich. Das war schon wieder so unnötig, ne? Ich schaller da halt jedes Mal durch, weil ich da nicht drauf achte, weil es immer nur so ganz klein ist. Dieses Geräusch ist so hart widerlich. Ugh.
ist das? Es ist so eklig. Okay, Moment. Ich gehe erstmal oben gucken. Ist es wieder? Ich hasse diese Krabbelfiecher. Aua, geh weg. Die sind halt eigentlich nicht schwer zu treffen, aber oh, ich habe keine Pistolenmunition mehr. Das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt richtig schlecht. Ich habe an sich super wenig Munition. Auch das ist ziemlich schlecht. Upsi. Shit. Okay. Ich muss ein bisschen haushalten. Was habe ich jetzt hier? Achso. Ja, jetzt ist unten die Tür auf, ne? Jetzt müsste die unten auf sein. Ja. Perfekt. Achso. Ah ja, ich verstehe. Nee, ich verstehe es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hä? Warte mal, wenn ich jetzt... Ach so. Oh Gott. Okay. Okay, never mind. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ah, okay. Okay, ich verstehe, glaube ich. Ich verstehe. Ja, I feel. Okay, Moment. Jetzt kann ich hier in den Raum und dann muss ich nämlich wieder so rum aufmachen, dass ich oben da durch kann. Nee. Ach nee. Wartet mal. Okay, halt, stopp. Halt, stopp. Komm ich. Ach, hier komme ich gar nicht raus? Ach nee. Ja gut, dann ist es ja eh egal. Ja, okay. Ja, dann... Never mind. Dann gehe ich jetzt wohl mal hier runter. Ich dachte kurz, dass ich da auch hin kann. Aber nee. Ja gut. Dann müssen wir jetzt wohl hier runter. Mama? Oh nice, ich habe Pistolenmunition. Nee, das, du musst das Vieh töten. Aus dem Weg. Okay. Es ist widerlich. I hate my life. Ekelhaft. Ja, ich hätte das die Lampe da auch runterschießen können, tatsächlich. Es ist so ekelhaft. Achso. Damit geht das jetzt auf. Was denn, Katze? Jetzt zählt mir schon wieder. Okay, damit könnte ich das jetzt aufmachen. Warte, jetzt muss ich mich aber erstmal umgucken. Es gibt auch gar keinen. Doch, ich könnte ja noch in die Richtung nochmal weiter gucken, ne? Oh, hallo. Hi.
Okay. Okay. Keine Ahnung, ob das gerade schlau war. Oh, meine Nase juckt. Aber... Okay, alles klar. Hier ist auch wieder dieses Scheiß-Tor. Ah, Mann, das ist jetzt ja, das ist ja hier schon wieder richtig nervig. Also es geht schlimmer, aber okay. Na ja, gut. Das heißt, wir machen jetzt hier gleich den Hebel. Wo ist denn der? Hä? War hier nicht gerade irgendwo noch ein Hebel? Da hinten. Oh Gott. Ich bin so dumm manchmal. Okay, das heißt, wir machen jetzt das andere auf. Bam. Okay. Ich habe keine Ahnung, wo der richtige Weg lang geht. Jetzt ist da wieder zu. Das heißt, ich könnte... Okay, Moment. Okay. Hier müsste ich wieder den Hebel drücken, aber ich will jetzt, glaube ich, erstmal hier runter. Weil jetzt bin ich hier. Ja, okay. Können wir nämlich hier den Schatz holen. Also, kunstvolle Halskette. Okay, Moment. Oh Gott, da kann ich ganz schön viel einsetzen, ne? Zwei runde und zwei eckige. Okay, das kann ich. Also, wir machen hier den grünen rein. Hier den roten. Hier machen wir den gelben rein. Und hier den lilanen. Sieht zwar voll scheiße aus, aber ist egal. Damit haben wir das. Okay. So. Können wir jetzt hier die Leiter hochgehen? Wo bin ich dann? Okay, vielleicht. Okay. Wir sollten das viel. Ach, guck mal, da ist auch noch so ein Ding. Wenn wir. Ah, okay, jetzt komme ich aber auch eh nicht mehr zurück, ne? Nein. Okay, das ist jetzt halt dumm. Also, wenn ich das jetzt aufmache, da durchgehe. Hallo? Nee, da gehe ich gleich erst nochmal gucken. Ich will eigentlich gerne nochmal den anderen Raum da. Ja, da komme ich ja von hier gar nicht mehr hin. Auch bin ich jetzt dumm, hätte ich da reingekommen und ich habe es verkackt. Naja, gut. Hm, geh mal kurz oben gucken. Hallo. Aua! Aua. Tschüss. Alter. Panikattacke. Okay. Gott sei Dank gibt es hier Munition. Ich sollte vielleicht ein bisschen Heilung nehmen. Never mind. Okay. Sieht nicht gut aus. Und vielleicht sollte ich das Ding auch einfach öfter benutzen.
Weil die kann ich ja aufheben danach. Ich werde hinter mir schon warten. Aua, das war doch scheiße. Okay, den habe ich jetzt schon mal. Aua! Ich check's doch auch einfach nicht, ey. Was? Hat jetzt auch nur 5 Jahre gedauert. Ich hasse es. Ich hasse es einfach. Bin auch einfach nicht gut drin. Okay, so jetzt ist halt mein blödes Problem ist halt. Ja, ich müsste jetzt da hinten. Das ist, ich habe das Gefühl, ich kann hier gar nicht alles ablaufen, so wie ich das gerne möchte. Das ist gerade mein Problem und es stresst mich gerade ziemlich. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlen könnt. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ach so, ja doch, jetzt geht's mir gut. Ich kann das Gefühl doch alles ablaufen. Okay, ich bin glücklich. Ach, schön. Es ist, also, wie schnell macht man Sarina glücklich? Indem man ihr zeigt, dass sie doch alles ablaufen kann. Okay. Gut, dann gehen wir mal hoch. Ah. Hallo? Oh, nochmal so ein L-Gigante. Nee. Ja, nicht nur dir. Huch. Mir auch. Keine Ahnung, ich laufe einfach. Weil ich mir gerade denke, ich habe gerade gar keinen Bock, mich hier mit ihm anzulegen. Au. 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 Hat er den jetzt umgebracht? Ja, nice. Okay, cool. Ich laufe einfach weiter, wenn es dir nichts ausmacht. Okay, lauf einfach. Huch, nein! Oh Gott, das wird richtig schwierig. Der Moment, wenn man einfach den kompletten Überblick verliert und keinen Plan hat, was man hier eigentlich tut. So läuft das übrigens, Leute. Einfach blind drauf los. Ich bin mir halt nicht sicher, oh, meine Nase läuft, das so unangenehm, ob ich ihn erledigen sollte oder nicht. Oder ob ich einfach, ich weiß es doch auch nicht, Mann. Okay. Okay, Moment. Hier laden wir nach. Also, ich denke, ich muss mir kurz einen Überblick verschaffen. Ich denke, es ist nicht sinnig, sich mit diesem Vieh anzulegen. Ich denke, es ist sinnig, dass wir einfach laufen. Noch so einer? But I'm not sure. So langsam geht ihr Typen mir echt auf den Sack. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich glaube, es ist nicht gedacht, sich mit dem Vieh anzulegen aktuell. Ich versuche einfach nur den Kram einzusammeln. Und mich zu verpissen. Das ist gerade mein Plan. Ich laufe das hier alles einmal ab. Hallo?
So, die da oben sind mir ziemlich egal. Ich laufe jetzt hier runter. Da kann ich mich nämlich ganz kurz... Ist gar kein Problem, ich warte hier kurz, weil ich weiß, ich muss da gleich rüber. Komm, wir gehen kurz hier hin. Ja, nice. Weil, das ist nämlich mein Plan, dass er die für mich erledigt. Das war die Idee, die ich an der Sache hatte. Okay, Moment. Aua, ja, das ist kacke. Die tun mir nämlich verdammt weh. Okay. Das habe ich erledigt. Okay, hier drin passiert mir jetzt gerade eigentlich nichts. Guck mal, da ist nämlich noch eine Kiste. Ich glaube, man muss diese Momente auch nutzen, wo es halt auch einfach ein bisschen ruhiger zugeht. Und hier bin ich jetzt gerade einigermaßen geschützt. Okay. So. Wir rennen jetzt und springen da runter. So, und hier... Müsste ich ganz kurz... Ach, hallo. Okay, der ist jetzt down. Jetzt ist die Frage. Da ist die Leiter. War ziemlich kurz. Okay. Ich denke, ich werde die Leiter hoch müssen, aber... Ganz schnell! Ja, genau, jetzt ist hier nämlich offen. Yes! Eine Kanone. Ja, genau. Ja, ich hoffe auch. Kümmern wir uns drum. Sehr gut. Mal kurz gucken. Okay, und hoch. Da, ja, ich wusste es. Hallo, na? So, perfekt. Guck mal, das war doch gut. Okay. So, ich denke, die Kanone, ich muss die jetzt immer Stück für Stück weiter hochbuxieren, bis wir dann ganz oben sind. Ich meine, ich habe jetzt hier prinzipiell erstmal gerade ein bisschen Ruhe. So. Au, das war halt dumm. Du musst halt gucken, dass sie ihn nicht unbedingt... Adios, du hässliches Mistvieh. Ah, okay, ich muss mir den Weg noch freimachen, aber ich will vorher die da noch erledigen. Bisschen übertrieben? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war voll richtig. Okay, weiter im Text. Hä, das war doch nicht übertrieben, dass ich die damit erledigt habe. Es wäre doch voll dumm gewesen, es nicht zu tun. Was ist mit euch? Ich empfinde das als durchaus relevant. Fand das richtig. Aber krass, dass der nur einen Schuss gebraucht hat. Hä, und ich fand, das war das Schlauste, was ich machen konnte. Dass ich die quasi erledigt habe, indem ich die einmal mit der Kanone erschossen habe. Finde das durchaus gerechtfertigt. Wieso versucht mir das Spiel zu suggerieren, dass das völlig übertrieben war? Finde das nicht fair. Ich finde, ich war einfach schlau. Gut, das ist halt ein bisschen, vielleicht ein bisschen viel Matschi-Patschi. So, was hätten wir denn hier?
ein Unterkörper. Hier ist ein Oberkörper mit... Ja, der würde dazu passen. Hier ist ein Unterkörper mit zwei Beinen. Hier ist ein einzelnes Bein. Hier ist ein Oberkörper. Ich glaube, hier ist noch ein Oberkörper. Also irgendwie, naja gut, ist ein bisschen merkwürdige Mischung aus Menschen. Also aus Viechern. Sorry, ich hatte genug für heute. Ob der Jumpscare mich kurz hatte. Okay, vielleicht nicht nur kurz, vielleicht auch ein bisschen länger. Oh Gott. Ich bin so schön im Plaudern und freue mich hier so ein bisschen meines Lebens. Und dann das. Ich denke, da geht's weiter, aber ich könnte hier vielleicht, nur vielleicht, nochmal zurück. Achso, nee, das ist hier. Achso, das war das, wo die Viecher lagen. Oh Gott, ich dachte gerade, oh Gott, wie es mich ganz kurz einfach hatte. Ich kann es nicht mal mehr sehen, das Vieh. Es ist einfach weg. Naja, gut, kommt bestimmt wieder. Oh Gott. Mein Herz. Einfach mein Herz. Es ist schon gruselig in dieser Burg, aber es ist voll geil. Erinnert mich so ein bisschen an das Museum, in dem ich war, während ich in Berlin war. Ich war im Deutschlandmuseum. Kann ich euch nur mega empfehlen. War richtig, richtig cool. Ich habe ein Reel dazu auf meinem Instagram-Account hochgeladen, weil es einfach hart geil war. Und da hatten wir quasi auch Früh-, Hoch- und Spätmittelalter. Und da war man... Oh nein. Oh nee. Nee, 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 nee. Und da ist man auch in so eine Burg gelaufen. Ich weiß, dass in diesem Garten fiese Hunde sind. Und ich weiß, es wird danach wieder eine nette Szene mit Ada haben. Nee, da freue ich mich sehr drauf. Aber nee, ich will einfach diesen Garten nicht. Nee, da waren Viecher, das war kacke, ich fand den scheiße. Aber wir haben noch ein paar Minuten. Okay, wir gehen einfach. Ich kann es ja eh nicht ändern. Ashley. Wo bist du? Sieht schon so viel geiler aus, der Garten, ne? Aber er wird mich so sehr zur Weißglut treiben, ich weiß das jetzt schon. Ich fand ihn beim letzten Mal eigentlich gar nicht so schlimm, aber ich glaube, jetzt ist er noch verwirrender als vorher. Vielleicht kriegen wir auch jetzt gleich die Szene mit Ada. Das ist natürlich auch richtig heiß. Ich war plötzlich überhaupt nicht mehr ich selbst. Ich war etwas anderes. Das muss schrecklich gewesen sein, ich weiß. Du auch? Angst zu haben ist okay. Aber lauf nicht weg. Du musst nach vorne sehen. Wir stehen das durch. Zusammen. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das wirst du. Halt dich nur von meinem Messer fern, okay? Leon. Danke. Oh, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Gab's das im Original überhaupt? Ich kann dich nicht mehr daran erinnern, es ist halt schon so lange her, dass ich das gespielt habe. Aber es hat ganz kurz mein Herz erweicht. Gott, ey, ohne Mist. Also, wenn ich einen Crush habe, dann auf Leon. Okay, wir speichern das Ganze jetzt hier erstmal. Und ich würde sagen, es ist eigentlich perfekt zum Ende des Parts. Hätte besser gar nicht aufgehen können, oder? Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Und bis dahin, tschüss.